Sturmhügel. Aha. Alte Fingerleserin, ja, und wie kam ich durch das Drecksschloss? Kann ich da irgendwo runter? Ich will nicht mehr. Hallo. Na, hübsch siehst du aus. Kein Talent. Oh, ich sehe es. Ach du meine Güte. Finde ich super. Zum Kuckuck bin ich. Hör auf und renn einfach. Ich hab gesagt, du sollst rennen, du Loser. Wie das einfach durchschießt. Das ist nicht wahr. Diggi. Ja, hi. Meine Güte. Oh mein Gott. Nein. Und wo bin ich jetzt? Und was ist das? Kann ich die Tür aufmachen oder wie? Absolut fest verschlossen. Ach, da ist er. Gut, du schießt in die Wand.
Goat. No! Okay, aber da bin ich ja dann vorhin rausgekommen. Also, ich habe mal irgendwo gesehen. Ich habe schon wieder gar keinen Plan mehr, wie das hier alles funktioniert. So lange habe ich hier nicht mehr gespielt. Also angeblich kann man da irgendwie auf das Ding da springen. Dahin. Weiß nicht, was mir das bringt. Okay. Falscher Knopf. Oh mein Gott. Es hat funktioniert. Und dann kann man irgendwo... Was ist dies? Wo bin ich denn dann da? Das ist die Frage der Fragen. Wie muss ich ja auch da hoch? Oh Gott, Mama. Huiuiuiui. What an ugly bird. Okay, 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 okay. Mit gekreuzten Beinen düsen. Mhm. Okay. Da kann ich nicht rüber. This not working. Okay, 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 okay. Dann wohl irgendwie so. And what is this there? Da waren wir ja schon mal. My stupid. Diese Lösungen im Internet, die helfen einem auch nicht wirklich. Hey, du Arsch! Nein, das machst du nicht. Huiuiuiui. Oh, damn. Okay. Irgendwo an irgendeiner Stelle konnte man... Don't know. Ist letztendlich... Okay, was ist dort? That's the question I'm asking myself. Good question. Da ist eine Leiter auf jeden Fall. Okay, ich gehe mal runter
und hoffe, dass das keine blöde Idee war. Ich will doch einfach nur weiterkommen. Oh Gott. Ich weiß nicht warum, aber meine Kamera bleibt dann ständig hängen. Also weil irgendwie das Spiel mein PC überlastet oder ich weiß es nicht, aber es ist immer bei Elden Ring, funktioniert das einfach nicht. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Aber es ist, ja, es ist wirklich nervig. Ich weiß auch nicht. I don't know. Oh mein Gott. Sehe nix. Okay. Wohin muss ich? Ich glaube wirklich dorthin, ne? Oh mein Gott. Hui, 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 hui. Ich guck erstmal draußen. Wo ich da so hin kann. Was ist das? Mama. Hat es jemand gehört? Nein. Okay. Tschüssikowski. What is this here? Man, irgendwo kann man da hin. Kann man da hoch? Nee, das ist die andere Richtung. Ich meine, da geht es ja irgendwie hier so hin. Bin ich doof. Oh Gott. Gott.
Oh Gott. I see. Und dahinter ist aber Gnade, ne? Lass mich durch! Ihr Affen! Du Arschloch! Oh mein Gott! Perfekt. Ja, nice. Und was ist da? Also ich weiß, wir können da zu Dings. Kein Talent, ja. Das wisch eigentlich von mir. I see. Die komischen Dinge. Okay, 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 okay. Ich kriege Krämpfe. Okay, ich raste hier mal. Okay. Das wird sehr gut. Ich glaube, da ist Godric, oder? Oh Gott. Born heir. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. Well. Ich scheiß mich ein, Alter. Okay. Ich hab keinen Plan von dir. Noch nie was gesehen. Ui! Ja, ich hab zugesehen. Egal, was ich mach! Oh Gott. Ich bin voll aufgeregt. Oh mein Gott, er hat Qualilein mit einem Schlag getötet. Qualilein! Ah! Oh Gott. Ich hab... Alter, man muss... Okay. Ja, halt deine Fresse. Aber wir spawnen ja hier und ich denke, es ist machbar. Also, es wird nur eine Weile dauern. Hey, ich kann die anderen auch rufen? Okay, lol. Kann ich ja da mal machen. Super. Dann machen wir mal den hier. Der zieht, glaube ich, mehr ab.
War jetzt auch nicht so der Wahnsinn. Guck, ich möchte immer in dem Moment ausweichen und dann ist es schon zu spät. So, eigentlich, also es ist irgendwie komisch. Guck, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht wenn ich hochspringe. Oha. Ach du Heilige. Was ist das? Ist der bekloppt? Was ist mit dem los? Habe ich gewonnen? Bitte lass mich in Ruhe. Was? Der ist tot, du. Okay, ich sag nichts mehr. Glaube ich heule gleich. Was zur Hölle? Gott, Alter. Und muss man jetzt alles nochmal von vorne machen und dann sieht man diese schöne Szene immer und immer wieder? Oder ist es jetzt ab dem Drache da? Ah. Hä, warum konnte ich... Also ausweichen bringt nichts. Verstanden. Nicht verstanden. Verstehe ich nicht. Da! Jetzt kann ich ihn rufen. Das ist komisch. Muss mich ein bisschen durchtesten. Hä, warum? Ah. Oha. Run! Der macht auch ab und zu echt andere Sachen einfach. Ich wollte springen, Mann! Zu schreien. Wie soll man da jetzt zum Beispiel ausweichen? Verstehe ich nicht.
Oh mein Gott. Yes. Gott, ich zitter voll. Ihr seht's nicht, aber ich komme gleich um. Große Runen. Der große Huhn, der durch einen Sieg über... Oh mein Gott, ich kann gerade nicht. Ich bin so voller Adrenalin. Ich pack das gar nicht, Alter. Über Fragmentträger erhaltet, haben ihre Kräfte verloren. Ihr könnt diese jedoch in Heiligentürmen inzwischen nicht wiederherstellen. Lest die Beschreibung einer großen Rune, um herauszufinden, welcher Heiligenturm ihr besuchen müsst. Ich muss gleich kotzen, Alter. Godrics große Rune. Okay. Echo des Verpflanzten. Alter, kacke ich mich ein gleich, ey. Oh mein Gott! Pushing me about like that. And after all that crafting, where did that get you? Look down on me, would ya? Godric, you filthy slug. Feel it. Feel it. Feel my bloody wrath. Oh. Hello there. This weasel was... Godric was always looking down on me. He got what he bloody deserved thanks to you. I tell you though, what goes around comes around. He had an ugly heart, an uglier countenance, and met the ugliest of ends, eh? Okay. Kommen wir jetzt in eine neue Welt. Okay, da war nix. Da geht's weiter. Aber dass ich das jetzt auch geschafft habe, wundert mich irgendwie. Ich habe auch keine Ahnung, Leute, wie ich das geschafft habe, aber... Hey, deine Position ist jetzt... ein bisschen, Jungfer, teure Jungfer, wo seid ihr? Bitte nehmt meine Trauben. Okay. Trauben. Wo sind wir hier? Sturmwind! Hi! Finally! Liurnia. Cool. Hä, bist du nicht tot? Hello. Is someone there? My name is Hayata. And I'm journeying in search of the distant light. If I might be so bold as to ask, would you donate any Shabriri grapes in your possession to me? My eyesight has been weak since birth, you see. I can't tell which way I'm supposed to go next. But when I eat one of those grapes,
I can feel a distant light in the back of my eyes. It will lead me to my true duty as a finger maiden. Oh, many thanks to you. Now I can feel the distant light once more. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Wow. Hübsch, hübsch. Okay. Ferdi. Ja, da haben wir da auf jeden Fall die Karte. Die brauche ich. Das ist wahrscheinlich wieder eine Kirche. Marikas Kirche oder so. Kirche von Irit. Kirche von Irit. Take it, take it. Hey, do. You're tarnished, aren't you? I am. Perhaps you could spare some runes. Believe it or not, I studied Blinstone sorceries at the Academy of Rhea Lucaria. For a small donation, I'd be happy to share my knowledge. Well, bless you, bless you. You're a true saint. My name is Topes. Presuming you're interested, I can teach you sorceries, as promised. Only, none of them are particularly great. Oh mein Gott, habe ich viele Runen. Lol, das ist mir gar nicht aufgefallen. Apologies, friend. I'm afraid my meager sorceries are no match for your generosity. All right, I can tell you what I know about this place. That should help a bit. You've seen that structure to the north, towering over the water. That's the Academy of Rhea Lucaria, where we study Glintstone sorceries. Only its doors have been closed for quite some time now. After they declared they wouldn't interfere with the shattering, the Academy cast repelling seals on the east gate leading to the capital, and the south gate leading here. As you might have guessed, the seals are still active, making entry to the Academy impossible without a Glintstone key. And so I'm stuck here. A fledgling sorcerer with little chance of acquiring a key. When they cast the seals, I'd just popped out. And now I'm uprooted from my place of learning. Why not find yourself a Glintstone key? Without one, you can't pass through the Academy, and you'll never reach the Erdtree capital. And if you find an extra Glintstone key, perhaps, once you've tied up all your loose ends, and I can be very patient, would you consider donating it to me? I know it. I'm a Bluntstone. Nary a hint of talent for sorcery. But still, my place is at the Academy. Also, ich muss jetzt erstmal. Lol. Eventually ein bisschen Runen ausgeben. Lustig. Kamera funktioniert jetzt erstmal. Erstmal. Okay. Genau. 2. Warum ist das 2? Das ist eine gute Frage. Wie komme ich da runter? Gibt es irgendwo auf der anderen Seite scheinbar?
Okay. Lalala. Gut. Okay. Was ist das? It was not me. Oh Gott. Ich muss halt eigentlich da nach links. Gott. Verkennt sie sich. Oh Gott. What is this here? You guys are ugly. Was ist das? Hallo. Danke. Schweine. Ruinen von Laskiar. Sind sie Laskiar? Sie haben aber schöne... Da geht's nicht hin, oder ist das dann irgendwie eine andere Welt? Bitte, was ist das denn? Oh Mann, schon wieder.
Hi. Hello. It's rather chilly here, isn't it? My mistress sent me off on an errand, but I was accosted by a ruffian. And now I'm in a bind. Could I ask you lend a hand? Perhaps. That thug made off with a precious necklace. I need someone to retrieve it. Only, he too is tarnished. If you've any qualms confronting your own, I shall find another. Oh, thank you dearly. What a blessing that we've met like this. The thug should be resting at an abandoned home down the way. Please, I must have the necklace back. The thug should be resting at an abandoned home down the way. Please, I must... Ja, ja. What is this? Benutze, um wie ein Vogel die Ferne zu blicken und euch ein besseres Bild. Okay. Wow. Oh mein Gott! Screenshot! 100 Millionen! Wunderschön! Das ist ja voll schnell! Du Arschloch! Hallo! Hi. Oh well, it's been a long while. It's me, Patches the Untethered. I'm still in business, if you can believe it. Now I'm my only supplier, so I haven't got much. But everything here is top notch. Patches Emporium, now open in Rhea Lucaria. By the way, have you met that girl Rhea? She's a strange one. But I believe she was in need of help. Not that it's any of my business, but if she rings your bell, why not lend her an ear? You're making your way to the Erd Tree, no? Well, I heard something that might help. A special means of reaching your destination. Have you ever seen an Iron Virgin? The clunky contraptions are whirlwinds of sickles and spiked wheels. But long ago, they were endowed with a spell of transposition. And get this, a surviving virgin sits at the bottom of the big water wheel in the Academy of Rhea Lucaria. Its transpositional powers fully intact. So right, if you get caught in it on purpose, it'll chuck you out straight at the base of the Erd Tree. Or so I'm told. Lustig. Cheers for that. Was ist das denn? Wohin geht er? Okay. Nicht zu dem Monster, bitte. Ich will doch nicht.
Oh, eine Rose. Where are you going? Ach nö, du Arsch. Der führt mich zu der Kackhöhle. Kristallhöhle. Gibt's bestimmt auch. Eine Gnade. Wo ist die scheiß Gnade? Da ist sie. Super. Ich will hier aber noch nicht sein. Das machen wir alles nach und nach. Jetzt erstmal wieder alles aufdecken. Schön. Schön hat er das gemacht. Rosenkirche. Who are you? Gott! Ich mich eigentlich verarschen gerade. Okay, ich habe verstanden, Junge. Torstadt der Akademie. I see something beautiful. Die ist aber wahrscheinlich da oben. Muss ich da irgendwo hochkommen? Torstadt der Akademie. Ah. Was war das? Oh mein Gott! Fingerleserin! Fingerleserin! Ey, yo! You need to snatch it from the big pot. Pity the poor, poor fool. Thank you.
Was habe ich bekommen? Ohne einen Schimmersteinschlüssel kommt ihr nicht weiter. Okay. Cool. Malenias Marsch gen Süden. Mikellas Klinge und ihre reinvolle Ritter verleiht ihr nie zu stutzende Schwingen. Und Gnade! Der zeigt mir auf eine Höhle. Ja. So, da gibt es auf jeden Fall eine Gnade. Und was haben wir hier drin so Schönes? Kirche der Gelübde. Church of Vows. I am Miriel, steward of this sacred chamber. My apologies for the unseemly state of affairs. Do you know the origin of this place? How it came to be known as the Church of Vows? Well, that is a shame. But who can blame you? The shattering has caused us, all of us, to lose sight of something very dear. It is here, at the Church of Vows, that the great houses of the Erd Tree and the Moon were joined by the matrimonial bond between red-haired Radagon and Renala of the Full Moon. And so our church holds in view the monuments of both houses, the Erd Tree of the capital and the Academy of Rhea Lucaria. Oh, was there something you needed? You are free to show yourself around. I would serve as your guide, only my legs aren't what they used to be. If you find anything of use, you are free to take it with you. Unless, perhaps, you are in search of instruction, in which case I will share all that I know. To know more of Lord Radagon. Lord Radagon was a great champion, possessed of flowing red locks. He came to these lands at the head of a great golden host. When he met Lady Renala in battle, he soon repented his territorial aggressions there and became husband to the Carian queen. However, when Godfrey, first Elden Lord, was hounded from the lands between, Radagon left Renala to return to the Erd Tree capital, becoming Queen Marika's second husband and king consort, taking the title of Second Elden Lord. The mystery endures to this day as to why Lord Radagon would cast Lady Renala aside
And moreover, why a mere champion would be chosen for the seat of Elden Lord? Oh Gott, Hilfe. Ich will da rein, ich will da rein. Okay, was ist das hier? Etwas gehört auf dieses Podest. Okay. Hi. Oh, Himmelskugel, an die Nachwelt weitergegeben, die Weisheit des Mondes und der Sterne. Und für immer verschleiert seien die Sünden der Prinzessin. Die Prinzessin Sünden. Karianischer Lehrsaal und dann geht's da irgendwo hin. Ja. Hallo? Let's go. Pretty. Oh, damn. I see. Oh mein Gott. My Lord. Irgendein Schimmerstab. Wohin muss ich? Ach, weiter hoch. Uiuiui. Ah, mit einem Schlag. Ich würde aber sagen, dass das jetzt erstmal die letzte Folge von Elden Ring war. Weil jetzt auch neue Spiele rauskommen. Oh.
Und ja, wenn ich dazu komme und Lust dazu habe, dann wird noch eine neue Folge Elden Ring rauskommen. Aber ich habe jetzt mal keine festen Upload-Zeiten für dieses Let's Play. Und bis dahin, tüdelü!